Hey Leute, ich bin Teldo und willkommen zu einem weiteren PvP-Commentary auf der Map Kylo. Und in diesem Game verwende ich wieder meine drei Kits. Ich mag diesen Bild viel mehr, wie ich schon in anderen Videos und Comments erklärt habe. Allerdings ist er einfach nicht so stark wie der andere Bild, was ich auch gleich anhand von einem Beispiel hier in diesem Spiel zeigen kann. Aber es macht einfach viel mehr Spaß, weil man nicht bloß Bomben legen kann, sondern einfach noch ein bisschen CC'en kann und besser healen kann, ein bisschen mehr Utility hat und so weiter. Ich suche jetzt hier die ganze Zeit die Gegner, ich finde sie nicht und gleich bemerke ich, dass sie da unten sind und gerade in den Clock Tower reingelaufen sind. Und da oben sind es auch schon so viert. Ich versuche jetzt so zu engagen wie im anderen Video auch. Allerdings habe ich hier leider keine Slickshoes und kann sie nicht permanent CC halten. Und der Guardian, ich glaube zumindest, dass es der Guardian macht, schafft es irgendwie, alle meine Bomben für seine Teammates irgendwie zu blockieren und verhindert einen Haufen Schaden. Der Mentama jetzt sieht direkt seine Elite und ich schaffe es wahrscheinlich nicht, die Gegner jetzt hier down zu kriegen und jetzt werde ich auch noch gemoort. Das ist die Elite von den Messmann und ich bin schon low up hier, muss schnell weglaufen, sonst bin ich tot. Ich werde auch von zwei Leuten gechased. Vom Messmann und von dem Ele. Und jetzt versuche ich den Ele noch schnell zu töten mit meiner Brandmunition. Scheint auch ziemlich squishy zu sein, zack, da ist er auch tot. Schnell Bomben drauflegen und ein bisschen Abstand gewinnen, weil der Messmann noch hinter mir ist. Und der Ele ist fast tot. Noch ein bisschen draufschießen. Und da benutzt er jetzt die Mistform. Und wenn er da wieder rauskommt, hat er wieder fast volle HP. Das ist ein bisschen problematisch. Jetzt muss ich ihn halt wieder lower hauen. Und ich heal mich jetzt, habe mich jetzt hier voll hochgeheilt und jetzt versuche ich ihn komplett down zu machen. Immer volle Dots drauf. Der Messmer scheint mich nicht mal zu verfolgen. Das hier sind nur noch seine Spiegelbilder, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und oben im Clock Tower scheint auch schon der Kampf so ziemlich vorbei zu sein. Jetzt kommt sowieso eine etwas langweilige Stelle, deswegen spule ich ein wenig vor. So, und hier engage ich auch auf einem Guardian. Und mein Anziehen misst aus irgendeinem Grund. Deswegen knock ich ihn weg. Hau meine Dots schön drauf, stun ihn, dann schön wieder alle Bomben drauflegen. Hat jetzt schon eine gute Menge an Dots auf sich, blockt alles. Hielt sich jetzt selbst hoch. Ich kann es leider nicht verhindern. Und da blinkt er sich zum Teammate und ein Ele kommt auch. Und noch zwei aus meinem Team. Und ich verfolge jetzt lieber den Ele, da ich keine Lust habe, zu dritt auf einem Guardian rumzuzergen. Und da das vielleicht auch ein klein bisschen spannender ist, wenn ich wenigstens ein One-on-One hier habe. Ich bin schon auf 50% HP, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Der Ele nuke mich jetzt ein bisschen, ich ziehe ihn ran, lege eine Immobilize-Bombe, heal mich selbst hoch, gucke, dass ich ihn mit meinen weiteren Bomben irgendwie treffen kann. Funktioniert nicht ganz so gut. Dort ihn ein bisschen weiter zu und jetzt Doppel-Elixier-Gun. AOE hier auf dem Boden. Mit den Medkits noch ein bisschen hochheilen. Und jetzt mit der Brandmunition nochmal hier voll drauf. Der Gegner scheint ziemlich squishy zu sein, deswegen sollte er jetzt auch gleich down gehen. Ist auch gestunt gerade. Heil mich lieber selbst hoch. Noch gehen nochmal back, bevor er sich selbst heilt. Und zack. Da ist er auch schon tot. Schön stompen. Und ein bisschen orientieren erstmal. Schauen, wo hier vielleicht noch ein bisschen Action sein könnte. Mal schauen, was hier hinten noch abgeht. Wir sind jetzt immer noch am Guardian am Rumzwergen. Der versucht gerade einen Teammate zu ressen. Deswegen schön Bomben drauflegen, damit er das nicht schafft. Und selbst noch eine Menge Schaden kriegt. Das ist halt eine große Stärke am Engineer. Wenn irgendjemand am Boden ist, einfach Bomben drauflegen und dann kann er halt schwierig gerest werden. Also das ist schon möglich, aber die Leute kriegen halt automatisch auch selbst Schaden, die versuchen ihn zu ressen. Und das ist halt schon wirklich stark am Engineer. Mal schauen, ob hier noch irgendwo was abgeht. Der Guardian geht auch down. Wird jetzt gestompt. Zack, da ist er gestompt. Gehen wir mal hier auf diese kleine Mauer und schauen mal, ob wir da irgendwo Gegner sehen noch. Da unten laufen zwei Stück. Ein Ele und ein anderer Guardian. Versuchen
hier ranzuziehen. Klappt leider nicht. Deswegen Bomben drauflegen auf den anderen Guardian. Kriegt auch schon gut Schaden. Läuft jetzt hier weg. Ja, das ist halt. Wir sind hier gerade in Überzahl und fangen die um. Aber kann man jetzt auch nichts dran ändern. Da kommt noch ein anderer Guardian. Und der eine ist schon tot. Der Elementarmagier stirbt jetzt auch. Ich stomp ihn auch direkt. Und da hinten noch ein Ele und noch ein Guardian. Ist auch schon fast tot. Und hier den Ele schnell ranziehen, bevor er abhaut. Flamethrower und in der letzten Sekunde zieht er noch seine Elite, was überhaupt gar nichts bringt, weil er sofort stirbt. Guardian, ja, ist halt wieder ein bisschen tankier als die anderen. Und deswegen kümmere ich mich da auch gar nicht mehr jetzt drum, um auf ihn drauf zu kloppen. Das können die anderen machen. Ich laufe hier jetzt ein bisschen weiter und beantworte hier jetzt noch schnell eine Frage, wie man aus dem PvP rauskommt. Und zack, noch ein bisschen weiter. Und hier ist jetzt ein ganz netter Jump, wie man halt leicht in den Clock Tower reinkommt, beziehungsweise halt schneller von bestimmten Punkten aus. Hier einfach über diese kleinen Dächer hüpfen und zack, oben rein. Oben liegt jetzt der Guardian, auf den sie vorhin gezerrt haben. Ich weiß nicht, wie er es noch hier hingeschafft hat. Wenn der stirbt, ist das Spiel auch vorbei. Deswegen lege ich da jetzt nochmal schön eine Knockback-Bombe hin. Und dann sollte er auch sterben und wir das Spiel gewinnen. Das andere ist ein Dieb. Und der stirbt hier die ganze Zeit fröhlich vor sich rum und mal schauen, ob wir den noch down kriegen. Ich habe keine Ahnung, was dieses pinke Zeugs hier ist. Jedenfalls können wir nichts casten währenddessen. Ich glaube, es kommt vom Guardian oder so, aber der ist doch schon tot, deswegen keine Ahnung. Ah, der Dieb. Backknockback nochmal ranziehen. Da schafft er es noch zu stealthen. Aber jetzt liegt er da unten, aber wir schaffen es nicht mehr, ihn zu stompen. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Konstruktives Feedback ist wie immer erwünscht und ich sage goodbye, my friends.